Der Aula sollte eine Podiumsdiskussion zum Thema Sexualerziehung steigen. Direktor Berthold hatte bereits entschieden, dass daran auch ein Vertreter der Schülerzeitung teilnehmen müsse. Entweder Hermann oder ich. Punkt um. Sie haben den Streit doch gesucht. Dann dürfen Sie sich davor auch nicht drücken. Lassen Sie mich bitte umgehend wissen, wer von Ihnen sich am Sonnabend nächster Woche der Diskussion stellen wird. Wir hatten beide keine große Meinung. Über Sexualerziehung diskutieren und ganz Meppen hörte zu. Was sollten wir machen? Abzählen? Schnick, Schnack, Schnuck? Oder Streichhölzer ziehen? Die Entscheidung erübrigte sich, denn Hermann war eingefallen, dass an dem bewussten Abend die Geburtstagsfeier seines Onkels anstand. Also musste mal wieder ich in den sauren Apfel beißen. Mama fuhr zum ehemaligen Treffen des Grundschuljahrgangs 1936 im Gasthof Birnbaum zu Jever. Gasthof Birnbaum, wie das klang. Herzallerliebst, da wäre ich gern versumpft. Doch es gab kein Vertun. Ich musste mich bei der unheilvoll dräuenden Podiumsdiskussion bewähren. Über deren Verlauf wurde ich mir bereits klar, bevor sie losging. Denn es gab noch eine kurze Vorbesprechung im Kreise der Diskutanten. Und das waren A, ein katholischer Geistlicher, B, ein evangelischer Geistlicher, C, eine füllige Mutter, Modell Matrone, D, ein circa 15-jähriges Mädchen und E, Mohammed. Für die Moderation hatte man einen Schlipsträger erkoren, der so aussah, wie ich mir einen Prokuristen vorstellte. Eine hanebüchene Zusammensetzung. Und es lief, wie ich's vorhergesehen hatte. Die Schwarzröcke sonderten ihre Episteln über die Verantwortung vor Gott und das christliche Menschenbild ab. Die Mami äußerte ihre Besorgnis über Verfallserscheinungen wie Pornografie, Abtreibung, Ehebruch, Nacktbaden, Drogenmissbrauch und käufliche Liebe. Und das Mädchen monologisierte über seinen Entschluss, als Jungfrau in die Ehe zu gehen, wofür es ein dickes Lob von der Geistlichkeit einheimste. So spielten sie sich die Bälle zu, das Nesthäkchen, die Popen und die Matriarchin. Kein Pieps darüber, dass Sex was mit Geilheit zu tun hatte, immer nur Ethik und Würde, Entsagung und Selbstdisziplin. Dank dieser Rollenverteilung fiel die Verteidigung der Wollust ausschließlich in meinen Zuständigkeitsbereich. Advocatus Diaboli Martin Schlosser. Und das vor Meppens Upper Ten, die sich vollzählig in der Aula versammelt hatten. Aus der ersten Reihe zwinkerte Heike mir zu. Schräg hinter ihr saß mein alter Bio-Pauker Kleinschmidt. Im Foyer hatte ich auch Andreas Pohl und Mona Feddersen herumschwirren gesehen. Ein gerüttelt Maß der vielfach beklagten Bindungsschwäche oder auch Selbstbezüglichkeit der Jugend sei ja nicht zuletzt durch das schleichende Gift einer Glorifizierung der Sinnlichkeit heraufbeschworen worden, sagte der evangelische Gottesmann. Da werden, um nur ein Beispiel anzuführen, die leiblich-seelischen Folgen der Masturbation ganz verharmlosend dargestellt, mit zum Teil tragischen Konsequenzen für die Betroffenen und ihre Familien. Aber das ist doch kalter Kaffee, sprudelte es aus mir heraus. Diese Schauergeschichten über Rückenmarksschwund und Erblindung, damit können Sie doch keinen Hund mehr... Ich spreche hier... Keinen Hund mehr hinter dem Ofen. Ich spreche hier... wenn Sie so freundlich wären, mich ausreden zu lassen, vom Hingeordnetsein des Individuums auf die Gemeinschaft und letztlich auf Gott. Und dazu zählt für Christen auch die Rückbindung der Sexualität in den Schöpfungsprozess, in das Schöpfungsganze. Wenn Sie das als wissenschaftlich überholt betrachten, mein junger Freund, dann verweise ich Sie auf ärztliche und psychotherapeutische Erkenntnisse aus der Behandlung von Depressiven, denen infolge einer übersteigerten oder auch falsch verstandenen Selbstliebe ein gerüttelt Maß von ihrem Seelenheil abhanden gekommen ist. Der immer mit seinem gerüttelt Maß. Ich warf dem Kleinschmidt verzweifelte Blicke zu, als Biologe hätte der doch in die Bresche springen können. Ich als Mutter möchte ja mal sagen, sagte die Mutter, und da schaltete ich auf Durchzug. Von Kleinschmidt kam dann zwar eine Wortmeldung, aber mit einem Zugeständnis an meine Widersacher.
Zur sexuellen Reife gehört unleugbar auch die willentliche Überwindung der autoerotischen Entwicklungsphase, denn sonst würden wir ja alle noch am Daumen nuckeln. Da wurde geprustet. Um dem Ernst der Sache wieder Genüge zu tun, ließ der Kathole sich über das Mysterium der Schwangerschaft aus und referierte, was in der Bibel geschrieben stehe. Unter Schmerzen solle das Weib seine Kinder gebären. In der Bibel stehe aber nicht, dass die Kinder auch unter Schmerzen empfangen werden müssten, sagte ich. Und dieses eine Mal hatte ich die Lacher auf meiner Seite. Heike meinte hinterher im Bauhaus, dass ich mich ganz passabel aus der Affäre gezogen hätte. Und auch Mona Feddersen verhätschelte mich mit Nettigkeiten. Das war ja echt ein undankbarer Part, den du gehabt hast, mitten zwischen diesen Labertaschen. Ich sei nicht zu beneiden gewesen. Andreas Pohl saß still dabei und lächelte in sich hinein. Hatte der nun was mit Mona oder nicht?